Ja, herzlich willkommen. Heute freue ich mich riesig. Vorfreude mit Karin Jungmann. Sie ist schon lange mit dem Thema Gehirnkohärenz, Coaching, Corporate Training unterwegs. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute dein Wissen, deine Erfahrung mit uns zu teilen. Und mich würde natürlich interessieren, wann bist du auf dieses Thema gestoßen? Neurowissenschaft, Gehirnkohärenz. Du bist ja schon sehr lange in der Unternehmensberatung. Was war das so ein Erlebnis? Wie bist du auf das gekommen? Also tatsächlich richtig drauf gekommen bin ich jetzt erst durch die Arbeit mit Dr. Joe Dispenza, also es wirklich systematisch einzusetzen. Aber die ersten Anzeichen davon hat es spätestens gegeben, also dass es auch in die Unternehmenswelt Einfluss fand, war, als Daniel Goleman das Buch Emotionale Intelligenz veröffentlicht hat. Das war 1995. Da sind alle Unternehmen, Leitungen und HR-Positionen, die sind aufmerksam geworden. Und ich habe in meiner damaligen Position für ein amerikanisches Trainingsunternehmen immer wieder die Anfrage gekriegt, haben wir was mit emotionaler Intelligenz? Ja. Und das Interessante ist, dass wir natürlich in gewisser Weise das schon hatten, weil alle Trainings, die wir angeboten haben, darauf beruht haben, dass wir uns wie Menschen verhalten, ja, also nicht wie Maschinen. Aber es war nicht ausgearbeitet, es war also weder ausgearbeitet, wie Goleman das gemacht hatte oder auch später jetzt in der Struktur, die wir bei NeuroGen Solutions anbieten. Ne? Interessant an der Seite ist allerdings, dass ein Gedankengut wie das von Goleman oder auch dass jetzt Neurowissenschaften so sehr gefragt sind, dass das auf einer Entwicklung beruht, die so in den ja schon 40er, 50er Jahren begonnen hat. Und das war nämlich die Wurzel des Human Potential Movements, ne, mit Maslow und Rogers. Ja, also die humanistische Psychologie begründet haben, wo dann plötzlich auch in der Unternehmenswelt so der Gedanke aufgetreten ist, naja, Mitarbeiter sind vielleicht nicht nur Zahlen. Das war eine Revolution zu der Zeit. Und die 70er, 60er und 70er und auch 80er Jahre waren ja geprägt von der Konterkulturrevolution, ja, also die Hippies und alles. Und auch das hat Einklang gefunden in das Denken, sage ich mal, das allgemeine Denken der Unternehmen, sodass also da schon die ersten Anzeichen waren, mit Menschen im Unternehmenszusammenhang müssen wir lernen, anders umzugehen. Ja? Und dann wurden tatsächlich in der Zeit, und das war die goldene Zeit des Trainingsgeschäfts, Trainings entwickelt. Ja? Also Führungstrainings, Mitarbeitertrainings, weil es dann plötzlich hieß, man kann das lernen. Man ist es nicht von Geburt Manager. Im Gegenteil, man muss es lernen, ja. Und heute sind wir natürlich an der Stelle, wo Unternehmen in Stellenanzeigen sehr stark herausstellen, dass sie eine Work-Life-Balance anbieten, ne? Also wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo Arbeit und Leben immer mehr eins ist, ja. Und das ist ja auch die Wahrheit, ja. Also, Für uns als Menschen. du sprichst da eine lange Entwicklung an in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Was verstehst du jetzt heute so unter dem Begriff Gehirnkohärenz? Was hast du da so für eine Definition für dich, wenn du jetzt das jemandem erklärst, der vielleicht noch wenig Ahnung hat, was ist Gehirnkohärenz? Wie zeigt sich das? Wie würdest du das jemandem erklären? Ja, genau. Also Gehirnkohärenz oder Kohärenz als solches ist ja einfach Gleichschwung, Gleichschwingung, Oszillation. Ja? Das heißt, die Wellen bauen unterstützend auf. Ja? Und es geht nicht gegeneinander und sie löschen sich nicht aus. So, und Gehirnkohärenz ganz praktisch bedeutet, es ist ein Zustand in unserem Gehirn, wo alle Abteilungen zusammen an einem Thema arbeiten. Ganz einfach ausgedrückt, ja. Und wir erleben das als die Fähigkeit zu konzentrieren. Wir können Fokus halten, wir können konzentrieren, wir können länger an einem Thema
konzentriert arbeiten und es unter Umständen sogar zu Ende bringen. Das wäre Gehirnkohärenz, ja. Das Gegenteil ist dann die Inkohärenz. Das bedeutet, die Abteilungen in unserem Gehirn arbeiten nicht zusammen. Ja, jede Abteilung ist mit dem wichtigsten Thema für sich beschäftigt. Ja, und wir können uns nicht auf das eine Thema konzentrieren, das da vor uns ist, weil in unserem Gehirn buchstäblich richtig viel los ist. Ja, und das merken wir eben auch wiederum körperlich als Stress. Ja. Wenn wir also unsere Gedanken immer von einem zum anderen hüpfen, wenn wir irgendwelche Probleme wälzen, ja, und uns da gar nicht lösen können und vor uns ist irgendeine Aufgabe, die wir erledigen sollten, aber wir werden immer abgelenkt von diesen Gedanken. Oder wenn wir uns das Hirn, wir haben es ja auch in der Sprache, das Hirn zermartern, um eine Lösung für etwas zu finden, die uns einfach noch nicht bekannt ist, ja. So, und das ist eben Inkohärenz. Und körperlich bedeutet das Stress, weil der Körper das erlebt als, es geht um mein Leben hier, um mein Gott. Ja, wie ist das? Also ich bin ja auch selber Trainer, Ausbilder und ich habe so beobachtet in den letzten Jahren, dass doch so eine zunehmende Tendenz ist bei vielen Menschen, sich nicht mehr so zu fokussieren zu können. Also die anhaltende Konzentrationsfähigkeit hat meine Beobachtung nach bei einigen doch abgenommen. Also so eine gewisse Zerstreutheit, auch vielleicht so eine Ungeduld und auch eine Fähigkeit, die Konzentration permanent zu halten. Im Yoga sagt man das Dharana, auf einen Punkt zu fokussieren und dran zu bleiben, wie der Meditation. Wie beobachtest du das, die Tendenz bei den Menschen? Hat die Gehirnkohärenz zugenommen im Allgemeinen oder merkst du, dass das eher viele Leute in so mehr in der Inkohärenz sind, im Stress, in der Unausgeglichenheit? Wie beobachtest du das so in deinem Arbeitsbereich, in deinem Feld? Ja, ich beobachte, dass zumindest in eine Kohärenz zu gelangen schwerer wird. Ja, weil, warum ist das so? Weil so viel da draußen, außerhalb unseres Körpers, unsere Aufmerksamkeit will. Permanent, ja. Und wir sind ja über das Handy permanent bewaffnet mit irgendwelchen Social Networks, ja, und Dinge, die wir überprüfen müssen. Da müssen wir reinschauen. Und wir haben über diese Handlung, uns da ständig einzuordnen oder auch ablenken zu lassen, wirklich unsere Fähigkeit für Aufmerksamkeit aufgespaltet, stark aufgespaltet, ja. Und das wird ja, je öfter man das tut oder je länger man das zu einer Gewohnheit werden lässt, immer schwieriger, ne? Weil man muss es ja wieder auflösen. Man muss also irgendwann auch diese Ablenkung im Leben reduzieren. Und das wird meistens als ein Verzicht empfunden, während es doch eigentlich ein Gewinn ist, ja. Also wir sind jetzt so in der Zeit angekommen, wo das teuerste Gut, das es wirklich gibt, unsere Aufmerksamkeit ist. Ich Ja. beobachte da wie eine gewisse Stress, also Sucht bei den Leuten. Also dass zum Beispiel viele Leute haben Mühe, ihr Handy abzustellen bei Seminaren, obwohl ich es dann ihnen sage, könnt ihr das Handy jetzt ausschalten, dann machen sie es. Und dann irgendwie heimlich, wenn ich dann weiter erzähle, vielleicht wenn es mal länger als 20 Minuten geht, dann sind einige schon wieder so ganz im Versteckten, wieder am Handy. Also Ja. ist diese Inkohärenz, dieses, ich würde mal sagen, so zerstreut sein im Geist, unkonzentriert sein, ist das auch eine Art von Sucht, die dann im Gehirn auch hormonell Ja. bei den Menschen entstehen kann, dass die süchtig sind nach, sagen wir jetzt mal, Stress? Wie siehst du das? Ja, absolut. Ganz genau so ist es. Weil es ist also jetzt neurowissenschaftlich erwiesen, dass wir zum Beispiel, dass wir eben, was früher oft, ja, wie so ein Orden daherkam. Wir können nicht multitasken. Also wir können nicht zwei Sachen auf einmal machen. Denn wenn wir das machen, also wir können das schon, also wir machen es ja auch permanent, aber das ist ja, worauf du anspielst, ja. Die Leute sind bei dir im Seminar und eigentlich möchtest du ihre Aufmerksamkeit, aber die geben ihre Aufmerksamkeit mit einem Auge ihrem Handy
Mit dem anderen schielen sie nach dir vielleicht noch, ja? Oder sie verbergen es gar nicht mehr und hören nur noch so ein bisschen mit. Aber das ist Stress für den Körper. Ist das, also was hormonell im Körper geschieht, ist Stress. Ja? Der Körper kriegt das Signal, oh, ich muss auf alles achten hier, ja, und es geht um mein Überleben. Also es gibt nicht ein bisschen Überleben. Es gibt entweder bin ich im Überlebenskampf oder ich bin nicht im Überlebenskampf, ja, also in der Kreativität. Und das heißt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit so spalten, kriegt der Körper Signal, okay, ich bin im Überlebenskampf. Die Stresshormone wiederum sind genau die Dinge, nach denen wir süchtig werden. Also das ist tatsächlich ein chemischer Botenstoff oder mehrere sogar, die in uns ein Gefühl von, ich bin lebendig, ich bin wach, ja, es gibt mich, ich weiß, wer ich bin und so, ja, es gibt uns eine Identität. Dieses Gefühl, das dieser Stress auslöst, also stärker oder schwächer, das spielt überhaupt keine Rolle. Und nach diesen Hormonen werden wir süchtig. Das merkt man also als, sage ich mal, ganz normaler Mensch, der vielleicht nicht auf Yoga-Seminare geht. Das merkt man daran, dass wenn man im Urlaub angekommen ist, dass man mindestens 4 Tage braucht, um überhaupt erstmal da zu sein. Also, ja, also mindestens, meistens 1 Woche und dann ist der Urlaub oft schon bald wieder vorbei, ja. Und das hat damit zu tun, dass dieses Einfinden in eine Entspannung sich falsch anfühlt. Ja, das sind ja dann nicht mehr wir. Also das heißt, was früher biologisch oder in der Natur so eingerichtet ist, dass es uns in einem wirklichen Überlebenskampf hilft. Heißt, wir rennen vom Tiger davon, ja? Oder das Haus brennt und wir wollen nichts raus, ja? Also all diese Adrenalinausschüttung, die ja ein Gutes hat, um uns das Leben zu retten, ja? Alles wird mobilisiert, damit wir das erreichen können, ist heute in der heutigen Welt tatsächlich zum Normalzustand geworden. It's the new normal, right? Also weil wir uns mit diesem Ich-Gefühl, das ausgelöst wird über diese Hormone, identifizieren. Und sich also von dieser Sucht zu befreien, verlangt wirklich jede Aufmerksamkeit und jede Intention, ja, um das denn eben auch zu machen, ne? Also weil wir wissen das ja alle, Stress macht krank. Das ist ja heute sozusagen durchaus bekannt. Und wir tun uns etwas Gutes, wenn wir unsere Stresssucht eben einschränken und idealerweise ganz loswerden können. Ich finde es ja super spannend, dass du eben der Neurochance Solution auch mit dem Ansatz von Joe Dispenza vertraut bist und auch damit arbeitest. Jetzt dieser Ansatz, die habt ihr da auch ein Konzept entwickelt, also auch Joe Dispenza. Und was ist das für ein Ansatz, mit dem ihr da arbeitet in Coachings und Corporate Trainings? Kannst du uns da etwas dazu sagen? Weil ich bin ja auch ein großer Fan von Dr. Joes Arbeit seit vielen Jahren und ich finde das einfach super, dass das jetzt eben auch mehr in Coachings, in Corporate Training einfließt. Das finde ich einfach revolutionär und bin natürlich sehr interessiert. Und ich glaube, viele, die jetzt da im Interview dabei sind, was macht ihr da für eine Arbeit? Was ist da euer Ansatz? Also unser Ansatz, ist in allererster Linie die Aussage und Wahrheit, dass sich nichts ändert, wenn wir uns nicht verändern. Das heißt, jede Veränderung beginnt mit mir. Ja, und ich glaube, jeder, der auch schon mal, also der eine Partnerschaft hat oder hatte und versucht hat, seinen Partner irgendwie zu ändern, damit sich das allgemeine Selbstleben verändert, weiß, dass wir andere nicht verändern können. Wir können das nicht. Ja. Und die Person, die es zu ändern gilt, muss es eben selber wollen. Also wir können niemanden ändern. Das heißt, Veränderung passiert mit mir. Und das bedeutet wiederum, wenn Veränderung in Unternehmen angestrebt wird, dann müssen alle Beteiligten bereit sein, sich eben zu verändern. Also das heißt, sie müssen es wollen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zu
Ja, wir räumen jetzt Veränderung an und alle habt bitte Spaß dabei. Das ist nicht wirklich so überzeugend, ja. Das heißt, wir müssen Mitarbeiter davon überzeugen können. Ja, das erstens ist Veränderung eine Gegebenheit in unserem Leben. Jeden Tag verändert sich irgendwas. Und zweitens müssen wir auch mit ungewollten Veränderungen permanent irgendwie umgehen. Und das Einzige, wie wir da ohne Stress durchkommen, ist, wenn wir so eine Veränderung zum Beispiel dann eben auch als Chance ansehen. Insbesondere, weil sich ja ständig alles im Leben ändert, auf irgendeine Art, ja. Das heißt, Veränderungsfähigkeit ist das Wichtigste, dass jemand als einzelne Person, als Mensch für sich selber gewinnen kann. Denn ansonsten bleibt es bei diesem allgemeinen Nenner, der heißt, ne, wir verändern uns nur, wenn etwas zu weh tut oder wenn es überhaupt sonst keine Möglichkeit gibt, ne, durch Schmerz und Leid, ja. Dann verändern wir uns, weil es geht nicht mehr anders, ja. Aber was wir eben unterrichten, ist, wir können uns aber auch mit Freude und Inspiration verändern, wenn wir wissen, wie es geht. Und wenn wir wissen, was die Herausforderung bei Veränderung ist. Eine haben wir schon besprochen, das ist diese ganze Stressgeschichte, komme ich gleich nochmal drauf. Aber es gibt auch tatsächlich, es gibt eine Wissenschaft der Veränderung. Also es ist nicht nur einfach, ja, ne, das kann man und das kann man nicht, sondern es gibt eine Wissenschaft. Und wenn man diese Informationen aufnimmt, die wissenschaftlichen Informationen, und versteht, wie das Gehirn und der Körper zusammenarbeiten und was ist, und das ist vielleicht das Allerinteressanteste, dass wir diesen Dingen nicht ausgeliefert sind. Wir sind unseren Gefühlen und Gedanken nicht ausgeliefert. Wir haben die Fähigkeit, unsere Gedanken und Gefühle zu steuern. Ja. Das finde ich sehr faszinierend, was du sagst. Ich habe ja auch immer die Erfahrung gemacht, viele Leute zum Beispiel im neuen Jahr machen sich Vorsätze, sie wollen Veränderungen in ihrem Leben und sie scheitern dann und sie schaffen es nicht und sie wissen eben nicht, wie das wirklich gelingt, Veränderung, wie das möglich ist. Vielleicht kennen sie auch nicht die richtigen Werkzeuge, die Tools, eben was du gesagt hast, auch das finde ich ganz wichtig jetzt, wenn ein Mensch wirklich Veränderung möchte, spürt, ich bin bereit für eine Veränderung bei mir selbst. Was ist dann wichtig, dass eine Veränderung wirklich auch nachhaltig gelingen kann? Gibt es da bestimmte Punkte, wo du sagst, die sind wichtig, damit eine Veränderung wirklich, ich meine, nicht nur ein guter Vorsatz bleibt oder eine gute Idee oder eine gute Philosophie? Ja. Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage, viele Leute sagen, man muss leiden, bevor man eine Veränderung möchte. Und ich finde das eben ganz wichtig, was du gesagt hast. Es gibt ja auch die Möglichkeit, aus Freude, aus Interesse, aus Inspiration eine Entscheidung zu treffen, mich zu verändern. Und also die zwei Fragen würde mich sehr interessieren. Was ist wichtig, um mich zu verändern? Und wie komme ich dazu, mich zu entscheiden für eine Veränderung, was ist hilfreich für diese Entscheidungsfindung? Also, was ist wichtig, um eine nachhaltige Veränderung zu bewirken? Wir arbeiten in unserem Training Anders Denken, Neues Schaffen, arbeiten wir mit einem vergleichsweise einfachen Modell, das also die wissenschaftlichen Konzepte in Bild bringt. Und dieses Modell ist beschrieben mit den Worten: Deine Persönlichkeit erschafft deine persönliche Realität. Und deine Persönlichkeit ist, wie du denkst, wie du handelst und wie du fühlst. Wenn du also eine andere, neue, persönliche Realität möchtest, musst du eine andere Persönlichkeit werden. Das heißt, du musst anders denken, anders handeln und anders fühlen. So. Das ist sozusagen das, was
wir unseren Teilnehmern einprägen. Und der erste Schritt ist eben, wenn man sich das wirklich überlegt, dass wir klar machen, niemand ist ein Opfer. Stimmt's? Also Dieses sie. Modell macht das klar, dass niemand ein Opfer ist. Wir haben alle Macht, die Veränderung, die wir möchten, auch zu erreichen. Ja, das kann unter Umständen etwas dauern, je nachdem, wie lange wir uns etwas angewöhnt haben, dass wir jetzt loswerden wollen, ja, dass wir anders machen wollen. Aber wenn wir dranbleiben, können wir uns verändern. Und jeder, absolut jeder, auch die Leute, die am 2. Januar nicht ins Gym gehen, obwohl sie gesagt haben, am 2. gehe ich ins Gym und jede Woche einmal, ja, auch die Leute haben solche Veränderungen schon geschafft, weil sie sich vorgenommen haben. Und darauf beziehen wir uns verstärkt, weil jeder hat das auch schon mal gemacht. Jeder weiß am Ende, was erfolgreich ist. Aber sobald wir aufhören, zu glauben, dass wir diese Macht haben, ja, gehen wir wieder in diese Opferhaltung hinein. Und dann sind die Umstände schuld, dann sind wir zu müde, dann haben wir heute einen Kopfweh, ja, und es hat sowieso noch nie was gebracht, wenn ich mir was vorgenommen habe, und so weiter und so fort, ja. Dann haben wir all diese Gedanken in unserem Kopf, die uns eben von diesen neuen Vorhaben abhalten, ja. So. Wie wird es erfolgreich? Das bedeutet, und das unterrichten wir eben auch, wir denken sehr bewusst darüber nach, wie wir wirklich sein möchten im Leben, ja, oder im nächsten Jahr, was auch immer, oder im Job oder in unserer Partnerschaft oder als Eltern. Wir denken darüber nach, ja, weil immer wieder passiert das Gleiche und immer wieder regen wir uns auf und immer wieder haben wir dasselbe. Aber da wollen wir jetzt was ändern. Das heißt, wie heißt das auf Deutsch? Also wir leiten ab von dem, wie wir sein wollen. Wir möchten, na, jetzt sage ich mal irgendwie, eine beruflich erfolgreiche Mutter, die ihre Kinder wirklich gut liebt und versorgt. Ja, das möchten wir sein. Also nicht ständig irgendwie einen Ungeduldsanfall oder einen Wutanfall kriegt, ja, wenn sie von der Arbeit kommt oder keine Zeit zu haben und so. So, und das bedeutet, dann stelle ich mir, wenn ich das bin, vor, wie ist diese Frau? Was hat die? Sie ist geduldig, sie ist ruhig, ja, sie ist aufmerksam ihren Kindern gegenüber und all diese Geschichten. Also alles, welche Eigenschaften hat die? Ja. Ganz klare Und Intention, das, eine ganz klare Intention. ja. Ganz klar und auch wirklich beschrieben, damit wir erkennen, wenn wir davon abweichen, weil das ist der andere Schritt. Wir müssen ja erstmal als solches wissen, wo kommen wir eigentlich her? Und 95% von dem, was in uns abgeht, mindestens 95%, ist uns völlig unbewusst. Wir sind ein Haufen an automatischen Reaktionen. Ja, es passiert ein Trigger, bumm, ja, sind wir in der Welt in uns drin, ja, oder das kennt man also in Unternehmen super gut, ja. Da läuft der eine Kollege, der läuft da einfach nur über den Flur und wir sind stocksauer, weil der uns mal irgendwie irgendwas komisch gemacht hat, ja. Also irgendwas ist vorgefallen, wo wir eben wirklich beleidigt waren. Und kaum sehen wir den, sind wir wieder in dieser Welt, ja. Da hat sich nichts verändert. Wir sind noch immer das Opfer von etwas, was der vielleicht, dieser Kollege noch nicht mal oder mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht mal mit Absicht gemacht hat, ja. Aber inzwischen spinnen wir uns diese Geschichten zurecht, ja, mit Absicht und keiner liebt mich und ich komme hier nie voran und mein Chef hört auch nicht auf mich und da, 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 da. Ja, und so geht es immer weiter. Und wenn wir aber jetzt eine Veränderung anstreben und sagen, nein, ich möchte aber jetzt, ich möchte fitter werden, das heißt ins Gym gehen, ich möchte besser gelaunt bei der Arbeit sein und wenn ich nach Hause komme, will ich für meine Familie da sein. So. So stelle ich mir ein schönes Leben vor. Dann bedeutet das festzustellen, wo wir das überall nicht sind, aufmerksam zu sein, aber nicht zu urteilen. Also nicht zu sagen, oh, du siehst du kannst es nicht, sondern nur zu merken, oh, guck, das war der Trigger, hier ist meine Reaktion. Weiß ich, woran ich arbeiten muss, das nicht mehr zu machen, ja.
Und das ist, wie Veränderung erfolgreich ist, ja. Oder in den Worten des Trainings bedeutet das, wir, wenn wir uns wirklich verändern wollen, müssen wir größer sein als unsere Umwelt, alle Trigger, die daherkommen, größer sein als unser Körper, der da sagt, heute bin ich eigentlich müde. Und größer sein als Zeit, weil das ist die allergrößte Ausrede. Die meisten Leute, hatten wir anfangs schon, haben einfach keine Zeit, weil die Aufmerksamkeit in so viele Richtungen schon zerteilt ist, dass für die wesentlichen Dinge eben immer weniger Zeit bleibt. Das, ja, du sprichst mir aus dem Herzen, denn diese Ausrede höre ich auch immer wieder, ich habe keine Zeit. Und ich glaube, was wichtig ist auch, dass die Leute eben lernen, wie bei euch im Training, wie funktioniert das? Also wie komme ich in die Reflexion, wie werde ich bewusster, dass es da wirklich Schritte gibt in diese Schöpferkraft. Und ich glaube schlussendlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es auch um diese klare Entscheidung, in die Selbstverantwortung zu gehen, ins Absolut. bewusste Hinschauen, ins bewusste Wahrnehmen zu gehen. Und das ist ja eigentlich eine tolle Einladung, die uns das Leben eigentlich gibt. Und schade, wenn wir sie also nicht annehmen, diese Einladung. Jetzt, wie siehst du das so in den Coachings, in den Corporate Trainings? Hat das Interesse zugenommen so in den letzten Jahren nach dieser, sage ich mal, das wirklich tiefgreifende Veränderung der Selbstverantwortung, der Transformation? Stellst du da ein zunehmendes Interesse vor, also fest bei Corporate Trainings und auch im Coaching-Bereich? Absolut, natürlich, weil diese also Selbstwirksamkeit als solches ist ja ein Riesenthema. Also sowieso im Internet überall, also wo man sich umschaut. Die Neurowissenschaften gewinnen immer mehr an Prominenz, einfach weil es erstens wissenschaftliche Informationen sind, die bewiesen sind, in der Anwendung bewiesen sind. Und zweitens, weil es eben zumindest in unserem Training Techniken sind, die man erlernen kann, wenn man versteht, warum ist das eine so und das andere so. Ja, wie komme ich aus dem Stress raus und warum ist es wichtig, wenn ich mich verändern will? Weil wenn wir im Stress sind, wenn wir im Überlebenskampf sind, dann wollen wir alles andere als uns verändern. Wir wollen nur, ne, drei Sachen. Entweder weglaufen, verstecken oder verharren, bis die Gefahr vorbei ist. Ja. Und so, das sind natürlich Dinge, die in den HR-Abteilungen auf jeden Fall ankommen und als gehaltvolle Trainings angesehen werden heutzutage, ganz sicher. Ja. Also Gehirnkohärenz, Herzkohärenz, denkst du, wird jetzt im Coaching-Bereich, im Corporate Training immer mehr Einfluss nehmen, immer mehr Menschen erreichen? Das ist natürlich eine Ja. ganz tolle Entwicklung, auch mit unserem Kongress, den wir jetzt da organisieren und Menschen wie du das in die Welt bringen, dieses Feld öffnen. Jetzt hast du so eine Übung, wo du jetzt mit uns machen kannst, die relativ einfach ist für Leute, die jetzt noch nicht so vertraut sind mit, wie komme ich relativ einfach in die Kohärenz? Hast du da eine Übung, die du uns vorstellen könntest und vielleicht auch mit uns durchführen könntest? Ja. Also die einfache Übung, und das ist was bei HeartMath herzfokussiertes Atmen genannt wird. Es ist in der Tat eine Technik, die Jahrtausende alt ist. Also in jeder Kultur gibt es genau diese Technik auf der Welt und es wird überall irgendwie ein bisschen anders genannt. Und das ist, ich beschreibe es erstmal und dann können wir das, wenn du möchtest, gerne machen Gerne, hier. Okay, so die Technik ist zunächst einmal, nehmen wir mal an, es ist Stress aufgekommen, sich bewusst dafür zu entscheiden, die Gedanken und den Emotionsschub, der damit verbunden ist, zu unterbrechen. Um mehr geht es gar nicht. Nur unterbrechen. Ja. So. Und dann kann man gerne, wenn man das möchte, die Hand in die Herzgegend, auf die Herzgegend legen. Und auch spüren, dass diese Hand auf der Herzgegend liegt und merken, was es bewirkt. Und wenn dann das geschehen ist, dass man
wenn man möchte, die Augen schließt, ist ein Vorteil oft, und dann ganz bewusst länger einatmet und länger ausatmet. Ich sage gerne auf die Zahl, also das Zählen von 1 bis 5 oder bei manchen ist 7 auch besser. Einatmen und ausatmen. Das ist die einfachste Technik, die man überall anwenden kann. Und wenn man jetzt in einem öffentlichen Raum wäre, müsste man unter Umständen die Hand nicht unbedingt aufs Herz legen. Kann man aber auch, machen ja auch viele Leute, wenn sie einfach so rumstehen irgendwo oder sitzen. Ja. Wenn wir es jetzt mal machen, dann ist zunächst einmal die bewusste Entscheidung, den jetzigen Gedankenstrom und eventuelle Gefühle zu unterbrechen. Die Hand in der Herzgegend spüren und bemerken. Und einatmen. 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 2, 3, 4, 5. Einatmen. 2, 3, 4, 5. Ausatmen. 2, 3, 4, 5. Und weiter im eigenen Rhythmus. Okay. Wenn du dann langsam wieder zurückkommst, hallo Remo. Wunderbar, ich bin ein großer Fan der Herzatmung, weil ich sofort merke, das Gehirn wird langsam, ruhiger. Gleichzeitig finde ich es, man kommt so aus dem Zeitgefühl raus. Und was mir jetzt nochmal so bewusst geworden ist bei deiner Anleitung, wie wichtig es ist, diesen bestehenden Film des Stresses zu unterbrechen, also die Stopp-Taste zu drücken und sagen, Stopp. Stopp. Genau. Und jetzt komme ich zu mir. Ganz Jetzt komme genau. ich in die Achtsamkeit, in die Aufmerksamkeit, in mein Herz. Und dieses Ja. Stopp und diese Entscheidung, bei mir im Zentrum anzukommen, das ist eigentlich, ich würde sagen, ein Notfall. Notfallset, das uns wahrscheinlich ganz viel Sachen ersparen könnten, wenn wir diese Stopptaste mehr drücken würden und dann eben auch ein bisschen Zeit nehmen würden, um in diese Kohärenz zu kommen. Das ist mir jetzt gerade noch mal Ja, bewusst geworden. das ist der Weg zum wirklichen Erfahren, wie mächtig wir wirklich sind. Also es ist so einer der allerersten Schritte zu sagen, also ich unterbreche jetzt diesen Gedankenstrom und auch die Gefühle, die diese Gedanken auslösen, bewusst. Und unterbrechen heißt ja noch lange nicht, ich habe Antworten, ich habe eine Lösung oder ich weiß, wie es weitergeht. Es heißt nur, das tut mir nicht gut, was gerade abgeht. Und ich unterbreche das jetzt spitzenmäßig. Und wenn du dann, wie du es ja jetzt auch beschrieben hast, tatsächlich in diese Kohärenz kommst, was du wirst, eben durch das Atmen, ne? Weil dann das parasympathische und das sympathische Nervensystem anfangen zusammenzuarbeiten, ja.
anstatt, ja, dann merkst du, wie der Weg ist zu nachhaltiger Veränderung, nämlich aus dieser Selbstwirksamkeit heraus. Ja. Ich habe ja in unserem Vorgespräch schon für dieses Interview schon festgestellt, dass du eine ganz große Begeisterung auch für die Arbeit hast, die du lebst und auch unterrichtest. Wenn du jetzt so zurückschaust in den letzten Jahren, du hast ja wahrscheinlich intensiv eben dich entschieden für die Veränderung. Was war so ein Wendepunkt in deinem Leben, wo du gemerkt hast, wow, jetzt komme ich in Flow, jetzt komme ich in die Kohärenz. So, wann gab es so einen Moment, wo du das Gefühl hast, jetzt nimmt mein Leben einen anderen Verlauf? Hast du da so ein Schlüsselerlebnis, eine Schlüsselerfahrung, wo du da gemerkt hast, jetzt bist du gut unterwegs? Es gab viele kleinere, aber für mich persönlich das Wichtigste war in der Tat, also das tiefste Verlangen in meinem Herzen zu spüren und jetzt zu erkennen, also in meiner Position jetzt zu erkennen, dass das, wovon ich immer geträumt habe und was irgendwie so unerreichbar schien, dass ich jetzt mittendrin bin in dieser Arbeit, nämlich, und das ist ja, was wir bei Neurochange Solutions machen. Wir wollen insgesamt das Bewusstsein heben, ja, also oder helfen dabei, Bewusstsein in Unternehmen, in Wirtschaftsorganisationen oder anderen Organisationen, Bewusstsein zu schaffen für erstens mal diese Selbstwirksamkeit, dafür, dass wir keine Opfer sind, für eine Zusammenarbeit, die schön ist, die Freude macht, ja, die humorvoll ist, ja, und die Schönes schafft für jeden Einzelnen, aber auch für andere. Und da wollen wir einen Beitrag leisten, weil Wirtschaft ist ja der wichtige Teil unseres globalen Lebens, right? So, und wenn wir da das erreichen, dann erreichen wir auch für diesen Planeten, also die Erde, noch mal ein Stück Bewusstsein, damit Menschen wirklich zusammenleben können, also nicht mehr gegeneinander unterwegs sind, wie es in vielen Bereichen noch immer der Fall ist, ja. Und das muss noch nicht mal ein Krieg sein, ja. Ein Krieg ist eine ganz, ganz schlimme Ausformung davon, aber wir haben auch, also in Unternehmen, kollegialen Wettbewerb, nennt man das dort, ja. Und all diese Stressfaktoren, die ausgelobt werden, anstatt zu sagen, wie kriegen wir das als Team zusammengestemmt, ja, und Spaß zu haben. Und wie kommen wir sogar noch früher zu Hause an, ja. Und das sind ganz andere Denkweisen. Und das wollte ich eigentlich schon immer machen. Wow. Und das, als ich das gemerkt habe, dass also einerseits, ne, diese auch Leidenschaft für Wirtschaft, ja, oder auch für menschliche Entwicklung, die ich schon immer hatte, dass das jetzt in eine wirkliche Aufgabe geflossen ist, das war so ein Moment. Ja, du sprichst mit aus dem Herzen, Karin. Ich habe so auch das Gefühl, diese Intuition, dass immer mehr Menschen bereit sind, aus dem Ich-Bewusstsein, aus dem Konkurrenzbewusstsein in ein Wir-Bewusstsein, in ein Feld der Verbindung und der Kooperation einzusteigen. Also, und das ist ja auch der Sinn dieses Herz-Gehirn-Kongress, dass wir dieses Bewusstseinsfeld ausweiten, eben von Konkurrenz, von Angst, von Stress, in ein Feld des Miteinander, des Wachstums, des Entfalten, der Verbindung. Und wie stellst du dir vor, eine Welt, wo die Wirtschaft anfängt, mehr in die Kooperation zu gehen, das Bewusstsein auszuweiten? Was könnte da für eine Welt entstehen, wenn da mehr Menschen in dieses Feld einsteigen, wie es im Moment auch sichtbar wird, auch bei Joe Dispenza in seinen Veranstaltungen? Ja, unglaublich, wie viele Menschen mittlerweile da hingehen auch und sich interessieren für seine Arbeit. Und wie siehst du das? Wie könnte die Welt sein, wenn noch mehr Menschen diesen Weg der Selbstverantwortung, der Kohärenz wirklich wollen und sich dafür entscheiden? Ja,
Also ich glaube, dass, dass diese Welt erstaunlich kreativ ist, dass sie erstaunlich innovativ ist und freundlich. Ja, ich glaube auch, dass eine solche Welt die Probleme, die wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, global lösen kann. Da bin ich ganz sicher sogar. Ja, und ich glaube auch, dass wir als Gemeinschaft von Menschen tatsächlich Dinge erreichen können, die da träumen wir noch nicht mal an Weihnachten von. Ja, und dass das also eine völlig andere Welt ist, die tatsächlich möglich ist. Genau aus dieser Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit heraus, wenn es Wertschätzung für den anderen gibt, anstatt Abschätzung. Ja, von mir aus sogar einfach Nächstenliebe, wie sie vielleicht dann auch mal gemeint war. Ja, nicht nur als Jäckchen, das man sich überzieht, wenn man in die Kirche geht oder so, sondern wie es eben auch gemeint ist. Und dass darunter eben klar wird, ja, dass wir gemeinsam als Menschen ja eine Stärke besitzen, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Wow, also da ein Riesenpotenzial, das wachsen könnte. Und das habe ich jetzt auch gefühlt in unserem Interview. War sehr inspirierend für mich und sicher auch die zugehört haben. Ich danke dir von Herzen für deine wundervolle Arbeit, die du leistest im Coaching, Corporate-Bereich. Und nochmals herzlichen Dank für die vielen Inspirationen. Ich danke dir und allen, die zugehört haben.